So, guten Morgen. Bin gerade aufgewacht in der Herberge. Ist jetzt gleich 8 Uhr. Ich bin schon so gut wie ready, loszufahren. Jetzt werde ich erstmal noch zum Frühstück gehen und meine Sachen zusammenpacken. Heute sieht das Wetter wieder so, naja, aus. Aber die Luft, die reinkommt, ist echt sehr frisch und riecht gut. Und wo es heute hingeht, erzähle ich unterwegs. Hier nochmal ein Blick auf die Herberge. Und jetzt beginnt Konstanz, Bodensee München, der dritte Tag hier in Oberstdorf bei leichtem Nieselregen. Geht jetzt erstmal noch aus der Herberge raus und dann geht's als erstes. Also jetzt geht es erstmal zum Corona-Test. Und die Abfahrt nach Oberstdorf. Hier geht es sehr steil runter. Ist es schnell. Hier jetzt noch ein Panoramablick über Oberstdorf. Imposante Berge hier in Oberstdorf. Heute kommen sie erstmal richtig aus den Wolken raus. Gerade da hinten mit den verschneiten Schneewänden. So, kurz nach 9. Den Corona-Test habe ich hinter mich gebracht. Ich bin jetzt wieder auf dem Esel. Jetzt geht es erstmal aus Oberstdorf raus. Ich verlasse den Talkessel, in dem Oberstdorf liegt, Richtung Norden, Richtung Sonthofen. Und mein heutiges Ziel ist Füssen und meine Unterkunft liegt kurz dahinter in Halblech. Ja, und um das zu erreichen, muss ich über den fiesen Oberjochpass, der mit 1200 Metern der höchste Punkt auf meiner Tour ist. Also erstmal bis Bad Hindelang und dann mache ich noch mal kurz einen Boxenstopp, bevor es auf den Pass hochgeht. Der wird nämlich ganz schön heftig. Ja, ich habe jetzt schon mal zu meiner Regenjacke gewechselt. Es tröpfelt zwar nur leicht, aber ich will nicht, dass meine Stoffjacke sich komplett voll Wasser saugt. Also geht's jetzt in Regenjacke weiter. Ja, macht trotzdem Spaß hier auf dem Illa-Radweg. Hier ist der Iller-Ursprung und das ist der Fluss, die Iller. Jetzt ist der nächste Halt Sonthofen. Oh, da unten sind zwei Rehe. Zwar würde ich liebend gern die geheimnisvolle Unterwasserwelt der Iller erkunden, aber ich habe einfach keine Zeit. Ab hier verlasse ich den Iller-Radweg in Sonthofen und fahre Richtung Bad Hindelang. Gleich bin ich in Bad Hindelang und es werden immer mehr Berge wieder. Hier gibt es noch eine Seilbahn den Berg hoch. Da irgendwo führt sie hin. Da oben. Also hier stehe ich jetzt in Bad Hindelang und hier ist der Oberjochpass, hier geht's rauf.
Das sieht ganz schön heftig aus, wirklich fies. Es gibt da so einen alten Passweg, der unbefahren ist von Autos, aber dafür steiler, oder halt die Straße. Aber wie man sieht, ist die recht stark befahren. Das heißt, ich muss mir eine Wahl von beiden treffen. Ich glaube, ich werde aber lieber die autofreie Strecke nehmen. Eine weitere Option, aufs Oberjoch zu kommen, ist der Bus. Und diese habe ich gewählt, diese Option. Ja, willkommen in Oberjoch, dem höchsten Skidorf Deutschlands. Es war jetzt nur ein kleiner Schritt für den Bus, aber ein großer Schritt für den Bike Luke. Als ich das gesehen habe, wer da hoch ist, bin ich froh, dass ich mit dem Bus gefahren bin und mir das nicht angetan habe, diesen Pass da hochzufahren. Ja, jetzt geht's weiter. Übrigens, die ganze Passhöhe habe ich noch nicht erreicht. Der Bus hat mich jetzt in den Ort Oberjoch gebracht, aber der Pass sind noch mal 2 Kilometer und noch mal 100 Höhenmeter oder so. Das mache ich jetzt aus eigener Kraft. Hier jetzt also die Iselabahn am Oberjoch. Im Winter bestimmt ein tolles Skigebiet. Und da oben führt sie hin. Und hier bin ich jetzt schon wirklich weit oben. Das ist hier schon wirklich so ein Hochland auf 1200 Meter. Ich merke es auch an der Temperatur, es ist knackig kalt hier. So, gleich kommt die Passhöhe. Hier jetzt die letzten Höhenmeter vor der Passhöhe. Ist das eine schöne Landschaft hier. Gerade jetzt, wo ich auf der Passhöhe bin, fängt es mit Regnen an. Naja, besser jetzt als davor. Jetzt kann ich immerhin abfahren. Gleichzeitig bin ich hinter der Passstraße auch wieder in Österreich, diesmal in Tirol. Und ehe ich mich versah, bin ich wieder ganz schön in den hohen Bergen drin. Ich fahr mal da unten in den Ort rein. Ich bin jetzt also im Tannheimer Tal, in Schattwald genauer gesagt. Und das Tannheimer Tal verlasse ich jetzt am Fluss Wils entlang. Und die Wils führt mich jetzt bis nach Pfronten. Ich habe jetzt hier in Schattwald nochmal in einem Café einen wunderbaren Latte Macchiato und eine noch bessere Gulaschsuppe gegessen. Und es hat so gut getan, da bin ich jetzt auch bereit, mir jetzt den Regen anzutun und hier weiterzufahren. Jetzt läuft's. Jetzt hier also an der Wils entlang bis Pfronten im Allgäu. Mittlerweile bin ich wieder ganz schön geklettert. Die Wils ist ganz da unten. Geht auch noch ein Stück bergauf. Aber irgendwann muss es ja runtergehen, weil ich fahre die Wils ja abwärts. Romantischen Wilstal. Hier ist noch ein Naturschutzgebiet, da rede ich recht leise. Man hört viele Tiere wie hier. Heute ist das ein Wanderfalke. Sehe ich ihn gerade nicht mehr. Aber hier ist menschenleer. Wirklich niemand. Beeindruckend. Es sieht schon interessant aus, wie die Wolken so einen Berg verstecken. Bedeutet aber auch, dass es bald noch mehr regnen wird.
Egal. Jetzt geht der Fluss direkt unten an der Wils entlang. Und genau hier geht es auch über die Grenze nach Deutschland. Also ab jetzt bin ich wieder in Deutschland, in Bayern. So, hier mal eine Information, wie es weitergeht. Ich komme von Schattwald, das waren nur 11 Kilometer, mir kam es mehr vor. Jetzt Pfronten ist mein nächstes Ziel, aber Wils ist dann mein nächstgrößeres Zwischenziel. Das sind auch nur noch 9,6. Leider hat es sich jetzt wahrscheinlich eingeregnet. Man sieht es auch, ich habe jetzt so eine Mülltüte über meine Vordertasche gemacht. Ja. Also jetzt 4 Kilometer bis Wils. Dort lege ich noch meine Pause ein. In Wils gibt es eine Lastenseilbahn. Da drin sind Haufen Steine, wahrscheinlich von dem Steinbruch da oben. Nehme ich jetzt mal an. Da Wils der letzte größere Ort ist auf meiner heutigen Tour, schaue ich hier nochmal nach einem Supermarkt, dass ich fürs Abendessen was einkaufen kann. Und fürs Mittagessen wäre cool, wenn ich hier auch noch was finde. Ein Spar-Supermarkt, der mitten am Tag geschlossen hat. Das gibt es wohl auch nur in Österreich. Ich habe jetzt Wils verlassen. Da gab es noch so einen Stadtladen oder einen Dorfladen, da habe ich doch noch was zu essen bekommen. So ein Bioladen, aber ich habe dann Bio-Radler und einen Wrap gegessen. Das hat mich erstmal gestärkt. Einkaufen gehe ich dann später in Deutschland. Hier geht es jetzt auch auf den Fernpass. Hier fließt jetzt der Lech und der hat wirklich eine ganz besondere Farbe. Und hier dieser Straße folge ich jetzt die nächsten paar Meter, Kilometer, keine Ahnung. Ich fahre gar nicht mehr nach Füssen rein, sondern bin davor abgebogen und fahre jetzt hier. Noch bin ich in Österreich über diesen kleinen Berg und dann müsste ich in Schwangau rauskommen. Aber jetzt erstmal über das Bergle. Bergle sage ich jetzt mal so. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu steil wird. Nochmal hier hoch. So, hier ist jetzt also der historische Grenzübergang zwischen Deutschland und Österreich. Für mich ist das jetzt der Punkt, wo ich Österreich für den Rest der Tour verlasse und wieder in Deutschland fahren werde. Los geht's! Das ist der Alpsee. Komplett wolkenverhangen. Ich bin jetzt auch auf dem Fürstenradweg. Mit der Fürste abgebildet. Hier ist also auch das Schloss Neuschwanstein. Sieht schön aus, aber hochfahren werde ich wahrscheinlich nicht. Oder natürlich nicht. Das ist nämlich sehr weit oben am Berg. Ich bleib lieber unten. Aber das schaue ich mir jetzt schön von unten mit der Kamera im Zoom an, um die Details zu erkennen. Da muss ich jetzt nicht hochfahren, beziehungsweise das würde ich heute nicht mehr schaffen. Wow, tolle Fassade. Und hier das Türmchen. Mit dem Schloss Neuschwanstein im Rücken verlasse ich auch den Ort schon wieder und fahre jetzt nach Schwangau, den nächsten Ort. Das ist wahrscheinlich das letzte Video während der Tour heute. Es regnet und regnet. Ich habe jetzt nur noch 5 Kilometer. Jetzt habe ich aber mich nochmal untergestellt, um kurz ein paar Kekse zu essen. Also die 5 Kilometer ziehe ich jetzt einfach durch. Da gibt es auch nichts mehr zu filmen. Es passiert auch nichts mehr Spannendes hier. Deshalb wird nichts mehr kommen, bis ich an der Unterkunft bin. So, ich bin jetzt hier in der Unterkunft angekommen und trinke erstmal ein Bier. Plus dann habe ich noch verschiedene Sachen zu essen. Ein Käsebrot und ein Fleischkäse weg hatte ich auch schon. Und ja, das war jetzt hart nach dem Regen. Aber hier drin ist es schön warm und angenehm.